Marouane Fellaini kehrt Manchester United den Rücken. Der belgische Nationalspieler schließt sich dem chinesischen Club Shandong Luneng an. Unter dem neuen United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hatte Fellaini in der ersten Elf keine Chance mehr und kam höchstens als Einwechselspieler zum Einsatz. Zuletzt fehlte er wegen einer Wadenzerrung. Die Ablöse soll bei rund 10 Millionen Euro liegen, ebenso hoch wie sein Jahresgehalt. Fellaini, dessen Vertrag in Manchester noch bis 2020 gelaufen wäre, kam innerhalb von 5,5 Jahren bei United auf 177 Pflichtspieleinsätze und erzielte 22 Tore. Der FC Bayern und Real Madrid planen beide eine Transferoffensive für die nächste Saison. Dabei haben die Bosse beider Clubs offenbar Boubacar Camara auf dem Zettel. Das berichtet der Journalist Carlos Rojas von Radio Marca. Der 19-jährige Innenverteidiger spielt bei Olympique Marseille. In dieser Saison schaffte Camara den Durchbruch bei dem französischen Traditionsverein und stand in 21 Pflichtspielen auf dem Platz.